meine Damen und Herren, heute ist unser Thema die deutsche Königswahl. Und dafür müssen wir die Analysekappe aufsetzen. Denn es geht hier wirklich um die Verfassungsgeschichte. Und Verfassungsgeschichte ist etwas, was erstmal die deutsche Geschichtswissenschaft sehr liebt. Und zweitens, worüber sich ausgesprochen scharfsinnige Menschen Gedanken gemacht haben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie immer recht hatten, aber es ist wirklich jede Menge Scharfsinn. Ich habe es schon angedeutet, die Königswahl, die Erhebung eines Herrschers, hat offenkundig etwas mit der Verfassung zu tun. Es ist undenkbar und auch an den Quellen zu widerlegen, dass diese Herrschaften einfach jedes Mal improvisiert haben. Also wird es verfassungsrechtlich geregelt. Aber das erhebt ja nur eine weitere Frage, nämlich was ist denn überhaupt eine Verfassung? Wenn ich im Hauptseminar Essays vergebe, dann kommt die Antwort in Bezug auf die Goldene Bulle immer wieder zurück. Das ist die erste Verfassung des Mittelalterlichen Reiches. Kann eigentlich nicht sein, weil eine Verfassung für die Studenten immer etwas Geschriebenes sein muss, so wie das Grundgesetz. Wir haben aber gegenwärtig ein Gegenbeispiel, mindestens ein, nämlich Großbritannien, wo die Leute permanent über die Verfassung nachdenken und reden, aber es gibt keine geschriebene Verfassung, es hat es nie gegeben. Und umgekehrt, im Ostblock gab es jede Menge Verfassungen, die mit der Wirklichkeit des Verfassungslebens überhaupt nicht das Geringste zu tun hatten. Die waren nur Aushängeschilder aus Propagandegründen. Also, wir müssen uns fragen, was ist denn eigentlich eine Verfassung? Im Gegensatz zu dem, was, sagen wir mal, in juristischen Handbüchern als Verfassung verstanden wird. Also ein geschriebenes Dokument, was das staatliche Leben regelt. Und wenn wir eine allgemein gültige, also sowohl für den Ostblock als auch Großbritannien, als auch für die Bundesrepublik und womöglich auch die Vereinigten Staaten, einen Verfassungsbegriff definieren wollen, dann müssen wir sagen, das ist was anderes als die schiere Tagespolitik, als das, was von Tag zu Tag geplant und projektiert wird. Also es darf sich nicht allzu rasch ändern, es muss das staatliche Leben regeln, aber es ändert sich eben langsam. Der technische Begriff dafür im Mittelalter ist das Gewohnheitsrecht. Das gilt auch für gewisse andere tägliche Regelungen, was weiß ich, wer pflügt und so weiter und so fort. Aber unser erster Schritt ist, dass wir begreifen, dass eine Verfassung sich aus Verhaltensweisen besteht, die nur sehr langsam sich ändern und das Leben des Staates regeln. Nun, im Mittelalter gibt es überhaupt keine geschriebene Verfassung in dem Sinne wie unsere Verfassung heute, die das ganze staatliche Leben regelt. Wir haben Teile, aber wir haben nie ein Ganzes. Dennoch ist die deutsche Königswahl die Erhebung eines Reichsoberhauptes zweifelsohne ein verfassungsrechtlicher Akt und sie wird eben durch Brauch und Sitte und nicht durch eine geschriebene Verfassung geregelt. Wenn wir diese Verfassungsregeln aufdecken wollen, dann müssen wir die Quellen natürlich wie überall befragen und wir müssen auch darauf achten, was sich von Mal zu Mal ändert und das im Grunde genommen als kosmisches Rauschen herausfiltern und die Dinge, die entweder identisch oder sehr ähnlich von Königswahl zu Königswahl sich fortsetzen, das sind unsere Verfassungsregeln. Problematisch dabei ist, dass die Quellen uns nicht unbedingt eine Antwort auf diese Frage geben. Kleine Fußnote, das ist eine der schwierigsten Sachen bei der Geschichtswissenschaft allgemein. Nämlich, dass wir alle davon ausgehen und davon ausgehen müssen, dass egal welche Frage wir an die Quellen stellen, irgendwo in den Quellen, wenn man nur methodisch korrekt vorgeht und scharfsinnig genug ist, irgendwo in den Quellen lässt sich eine Antwort finden. Das ist eine unbewiesene und unbeweisbare Grundlage für die historische Forschung. Denn wenn man sagt, es gibt Fragen, wofür es überhaupt keine Antworten in den Quellen gibt, dann kann man das Geschäft einfach einpacken. Also wir müssen das annehmen. Niemand stellt die Frage so und es gibt natürlich keine Antwort. Der Grund, weswegen unsere Quellen nicht immer die von uns gestellten Fragen beantworten, ist, dass das Alltägliche einfach nicht aufgeschrieben ist. Es ist zu selbstverständlich.
der wunderbare Spruch, Historiker lieben lateinische Sprüche, ist normalia non sunt in actibus. Das Normale, das Tagtägliche, das Ungewöhnliche oder das Gewöhnliche wird niemals aufgeschrieben. Also wir sind gezwungen, diese sich langsam ändernden Gewohnheiten, diese Verfassungsregeln aus Chroniken herauszufiltern, die von Menschen geschrieben wurden, die sich eben nicht dafür interessierten und vielleicht nebenbei, vielleicht aus Unachtsamkeit irgendetwas aufgeschrieben haben, was uns nützt. Aber sie haben sich so nicht für die Verfassung interessiert. Was an der Königswahl interessant war, war die Frage, wie viele Leute waren dabei, wie groß waren die Gefolgschaften, wie waren die Leute angezogen, hat es irgendwelche ungewöhnlichen Ereignisse gegeben, haben die Sänger gesungen und was weiß ich. Also wir haben ein interessantes, aber nicht absolut unlösbares, quellenkritisches Problem, nämlich aus all dem, was die Chronisten uns an dem Erlebten und Erinnerungswürdigen der Königswahl berichten, das herauszufiltern, was von Mal zu Mal sehr ähnlich oder identisch abläuft. Nun, unsere erste Frage, wir sind ja Analytiker heute, ist, warum gibt es denn überhaupt Königswahlen? Die Monarchie heute, wie man längst an William Kate sehen kann, ist in aller Regel erblich. Ich wüsste nicht, ob es eine Wahlmonarchie irgendwo auf der Welt heute gibt. Ist auch wurscht. Wesentlich ist, dass wir Königswahlen im Reich haben und in Westeuropa im Wesentlichen erbliches Königtum. Und der Grund, weswegen es Königswahlen gibt im Reich, ist, dass dies mit der Selbstauffassung des Reiches zusammenhängt, also mit der Ideologie des Reiches, das, was das Reich sich als Erzählung vorlegt, warum es etwas Besonderes und Tolles ist. Denn dieses Reich ist eine nahtlose Fortsetzung, in der eigenen Auffassung eine nahtlose Fortsetzung des alten römischen Reiches der Antike. Bruchlos setzt es dieses Reich fort. Dies kommt zum Ausdruck 982 vorwärts in den Königsurkunden, wo dieses Reich als Imperium Romanorum, als das Reich der Römer bezeichnet wird. Der Grund dafür ist die Prophezeiung von Daniel im Alten Testament, dass es vier Weltreiche gibt. Und die Heilsökonomie, also Gottes Plan für die Menschheit von der Schöpfung bis hin zur Erlösung und zum letzten Gericht, sieht vor, dass es vier und nur vier Weltreiche gibt. Das letzte davon ist das alte römische Reich der Antike. In der mittelalterlichen Auslegung dieser Stelle ist dieses römische Reich der Antike nahtlos fortgesetzt in das römische Reich der Gegenwart. Und auf dem Zusammenbruch dieses römischen Reiches, dieses mittelalterlichen Reiches, ist Gottes Plan im Prinzip zur Vollendung gekommen. Es folgt die Herrschaft des Antichrist, das Ende der irdischen Geschichte, das letzte Gericht und Ende aus. Das heißt, das mittelalterliche Reich hat einen Platz, einen biblisch verankerten Platz in der Heilsgeschichte, in Gottes Plan für die gesamte Menschheit in ihrem ganzen Verlauf. Und kein anderer Staat, keine andere Herrschaft, kein anderes Königreich kann so etwas von sich behaupten. Die einzige Ausnahme ist die andere Universalmacht, nämlich das Papsttum. Auch das Papsttum hat einen biblisch verankerten Platz in der Heilsökonomie, in Gottes Plan für die Menschheit. Das ist was ganz Besonderes. Und das hat Folgen für die Selbstauffassung des Reiches, weil dieses Reich eine zentrale, sozusagen die Welt erhaltende Rolle in Gottes Plan für die Menschheit hat, ist dieses Reich heilig. Und deswegen kommt die Bezeichnung zur Zeit Barbarossas 1157 durch die Feder von Reinhard von Dassel, dass das Reich ein heiliges römisches Reich ist. Das drückt nur aus, dass dieses Reich eine zentrale Rolle spielt. Das bedingt wiederum, dass das Reich nicht national oder gentil ist, wie alle anderen Königreiche der Engländer, der Franzosen, der Dänen, der Schweden und so weiter und so fort, sondern unser Reich ist einmalig und es ist übernational. Es hat keine gentilen Wurzeln, sondern es ist prinzipiell die weltliche Spitze der gesamten Christenheit, genau wie das Papsttum die geistliche Spitze der ganzen Christenheit ist. Das heißt, Reich und Papsttum haben ideell
exakt dieselbe Gruppe von Untertanen. Untertan ist ein viel zu starkes Wort. Aber sie haben exakt dieselbe Beziehung zu jedem Christen jenseits der nationalen Frage. Also, das Reich ist übernational. Und selbst als im Spätmittelalter dieses Reich lächerlich schwach und arm wird, hält es dennoch diesen Anspruch auf eine ideelle Führung der gesamten Christenheit eisern aufrecht. In der Goldenen Bulle zum Beispiel kommt das Wort Deutsch nur ein einziges Mal vor, und zwar als den Kurfürsten auferlegt wird, im allerletzten Kapitel neben ihrer deutschen Muttersprache auch Böhmisch und Italienisch zu lernen, damit sie sich mit allen Reichsuntertanen unterhalten können. Also sonst hebt oder ja, behält die Goldene Bulle diesen universalen Anspruch des römischen Königtums aufrecht. Es gibt verschiedene Bezeichnungen des Königs in der Goldenen Bulle, aus der das hervorgeht. Das Latein ist völlig wurscht. Er ist, angefangen mit dem ersten Zitat, das weltliche Haupt der gesamten, oder des Christenvolkes, das weltliche Haupt der Welt oder des Christenvolkes, ein Rektor oder ein weltliches Haupt der Gläubigen und so weiter. Der ist niemals deutscher König, niemals Rex Teutonicorum oder sowas ähnliches. Also der universale Anspruch wird aufrechterhalten. Und wir haben in Bezug auf das Schisma gesehen, wie sich dieser Anspruch konkret auswirkt, nämlich in einer besonderen Verpflichtung des Reichsoberhauptes in Bezug auf die gesamte Christenheit. Sigmund übernimmt die Führungsrolle, nicht weil er nach Macht strebt, sondern weil es seine schlichte Pflicht ist, diese Aufgabe, dieses Schisma im Namen und zugunsten der gesamten Christenheit zu heilen. Also, das Reich ist ganz was Besonderes. Aber das Reich, wie wir gesagt haben, ist nicht deutsch. Dennoch ist das Reichsoberhaupt deutsch persönlich. Das weiß doch jedes Kind im Mittelalter. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wieso kann ein übernationales Reich immer ein deutsches Oberhaupt haben? Und die Antwort ist etwas, was wir aus Einhard und aus Innozenz III. Kennen, nämlich die Translationslehre. Die Lehre, dass in der Person Karls des Großen der Papst das Kaisertum von den Griechen auf die Deutschen übertragen hat. Und seitdem haben die Deutschen Besitz an diesem übernationalen Reich. Und die Formel, die in den Urkunden Friedrichs III. Mitte der 40er Jahre des 15. Jahrhunderts auftaucht, nämlich Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, drückt exakt diesen Zustand treffsicher aus. Es ist nicht, wie alle Studenten das verstehen, eine Tautologie, das heißt, Heiliges Römisches Reich ist identisch mit der deutschen Nation. Das Wort Deutscher ist im Genitiv, das bedrückt nur aus, dass die Deutschen das übernationale Reich besitzen. Nun, das hat Folgen wiederum für die Königswahl, denn wenn das Reich eine zentrale Rolle in Gottes Plan für die Menschheit spielt, dann ist das Amt einer weltlichen Spitze des gesamten Christenvolkes viel zu wichtig, um es dem genealogischen Zufall zu überlassen. Vielmehr wählt Gott durch die Menschen jedes Mal bei jeder Thronfolge den König aus, den er in diesem Moment im Hinblick auf seine gesamte Vorstellung der Entwicklung der Menschheit von der Schöpfung bis zur Erlösung, den er in diesem Moment haben will. Und wir rufen jetzt Otto von Freising in den Zeugenstand in der Beschreibung der Königserhebung von Barbarossa 1152. Schreibt Otto, dass es ein besonderes Vorrecht des Römischen Reiches ist, dass die königliche Würde durch die Fürstenwahl geschaffen und nicht wie in anderen schnöden, nichts nützen Königreichen nur erblich tradiert wird. Darauf ist Otto stolz. Also ist diese Königswahl jedes Mal Gottes Werk, aber es gibt keinen König, der nicht gewählt ist, weil Gott jedes Mal den König haben will oder wählen lässt, den er in dem Moment haben will. Also die Tatsache, dass es überhaupt Königswahlen gibt im Reich, hängt mit der Reichsideologie und mit dem Platz des Reiches in Gottes Plan für die Menschheit zusammen. Es ist unzertrennbar. Die Königswahl ist aber auch ein Spektakel.
Es ist etwas, was man erleben kann, was man sehen kann und wovon man berichten kann. Das heißt, es dient auch der Sichtbarmachung einer Monarchie an sich. Nicht eines spezifischen Königs, sondern die Monarchie an sich. Ansonsten erlebt es kein Mensch. Und es ist auch eine bewusste Inszenierung der Zustimmung der Gefolgschaft, womöglich auch der Reichsuntertanen, zu der Herrschaft von diesem und keinem anderen König. Das heißt wiederum, dass diese Menschenmengen, diese großen Gefolgschaften, diese ganzen Zeremonien der Legitimierung der Königsherrschaft an sich und der Herrschaft eines bestimmten Königs unterstützt und dient. Also ist die Königswahl zusammen mit dem Hoftag ein Herrschaftsinstrument, was man manipulieren kann, um die Zustimmung zu demonstrieren, also zu inszenieren. Nun, wir haben vier Fragen, die wir heute klären müssen. Die erste Frage ist, wer denn überhaupt den König wählt? Wir werden sehen, das wandelt sich im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters. Zweitens, wann ist der König im vollen Sinne des Wortes König? Drittens, zwischen dem Tod des alten Königs und der vollen Amtsübernahme seines Nachfolgers, wer verwaltet das führerlose Reich? Und viertens, wann ist der König eben nicht mehr König, außer dass er stirbt? Nun, erste Frage. Im 12. Jahrhundert ist alles klar. Nach Otto von Freising wählt Gott den König, aber er wählt den König durch alle Principes. Und Sie werden alle fragen, was sind das denn überhaupt? Was sind Principes? Und das gibt wieder mal ein Heidenproblem. Denn unsere Chroniken nennen alle möglichen Principes mit vielen Varianten, Magnates, die Großen, Principes, die Ersten, etc. etc. Princeps wird normalerweise als Fürst übersetzt. Dieselbe Idee schwingt mit, also die Ersten, denken Sie Englisch, the first. Es ist nur eine Bezeichnung, dass irgendjemand prominent ist, dass man zu den Ersten im Reich gehört, zu den Großen im Reich gehört. Wenn wir alle Familien und alle Personen mustern, die die Quellen im, sagen wir mal, 19., 11., 12. Jahrhundert als Principes bezeichnen, dann sehen wir, dass diese Menschen in aller Regel drei Funktionen ausüben, nämlich sie wählen den König, sie beraten den König auf einem Hoftag und sie ziehen mit, wenn der König auf Feldzug geht. Und daraus lässt sich eine funktionale Definition der Principes entwickeln im Hochmittelalter, nämlich dass diese drei Funktionen einen Menschen in den Augen der Chronisten zu Principes machen. Ganz egal, was die Familie sonst taugt. Es gibt Familien, die aus dem Nichts auftauchen, von denen ist nicht die geringste Spur zu entdecken, bis sie mit einem Schlag Principes sind. Und dann verschwinden sie zwei oder drei Generationen später und kein Mensch kann sie verfolgen. Die sind einfach weg vom Fenster. Aber für diese Zeit wählen sie den König mit, sie beraten den König mit und sie ziehen mit auf die Feldzüge. Klar ist auch, dass es ein einigermaßen geordnetes Verfahren bei der Erhebung eines Reichsoberhaupts, der Erzbischof von Mainz, der Nachfolger von Bonifaz, dem Apostel der Deutschen, funktioniert oder fungiert als Wahlleiter und seine Prima Vox, erkläre ich in einer Sekunde, ist seit 1024 belegt. Diese Prima Vox ist der erste Kurruf und diese Zustimmung zu der Herrschaft von X oder Y ändert eben dessen Stand. Vorher war dieser Mensch ein Graf, ein Herzog, irgendetwas anderes und jetzt ist er König. Und alle folgenden Kurrufe ändern nichts mehr am Stand des Königs. Also Mainz ist prominent. Zweitens, es ist durchaus möglich, einen König nachträglich zu wählen. Es ist nicht entscheidend, dass alle den König an einem Tag, so wie heute die Bundestagswahl, an einem Tag wählen, sondern wir zielen auf die Einigkeit, auf die Einmütigkeit. Und wenn es ein bisschen Zeit dauert und Verhandlungen und so weiter und so fort, ist das alles andere als dramatisch. Die Sachsen sind alte Meister bei diesem Spiel. Die Sachsen haben ihr eigenes Recht und sie verlangen von jedem König Verhandlungen und letzten Endes eine Zustimmung, dass das sächsische Recht aufrechterhalten und nicht angetastet wird. Und nur dann sind sie bereit, den König zu küren. Vorher nicht. Und das ist eine getrennte Frage zu der Huldigung im Lehensrecht. Dazu kommen wir gleich. Also, wir haben ein geordnetes Verfahren und vor allen Dingen eine Wahl des Königs
durch diese Principes, die funktional definiert sind. Konkret läuft das im 12. Jahrhundert ab und der entscheidende Beitrag ist von Heinrich Mitteis. Da muss man im Grunde genommen sagen, Mitteis war ein Kind seiner Zeit. Erste Auflage ist 1938, zweite Auflage 1944. Es gibt durchaus Spuren der politischen Herrschaft der Zeit in diesem Buch. Trotzdem gibt es einiges, was man durchaus gebrauchen kann. Einiges davon ist diese Beschreibung der Königswahl als eine Kettenhandlung oder eine sich stufenweise vollziehender Akt. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ein König muss wer als König erhoben wird, muss 6 Stufen erklimmen, und zwar in dieser Reihenfolge. Zunächst, allen voran steht natürlich die Frage, wer wird denn überhaupt König, X oder Y? Dann, das passiert sozusagen hinter verschlossenen Türen. Wir wissen so gut wie gar nichts über irgendwelche Prozeduren, irgendwelche Riten, irgendwelche Bräuche. Das ist etwas, was genau wie bei der Papstwahl hinter verschlossenen Türen jenseits der Wahrnehmung der Öffentlichkeit stattfindet. Danach wird der neue König hinausgeführt und das Wahlergebnis wird feierlich verkündet. Genau wie der Papst, sobald er gewählt wird, in vollem Gewand, auf dem Balkon, in der Peterskirche, am Petersplatz vorgeführt wird und die Formel wird gesprochen, ganz feierlich, Habemus Papam, wir haben einen Papst. So ähnlich durfte es gewesen sein bei der Kur. Dann wird der König in Aachen gesalbt und gekrönt von der Geistlichkeit und es gibt eine weltliche Thronsetzung in Aachen, und zwar auf dem Thron Karls des Großen. Das sehen Sie hier rechter Hand in einer Aufnahme der Marienkapelle. Dieser Karlsthron ist im ersten Stock und eher am westlichen, also am weltlichen Ende der Kirche, im Gegensatz zum geistlichen östlichen Ende der Kirche. Und wenn man auf diesem Thron sitzt, dann blickt man direkt hinunter auf den Altar. Linker Hand ist dieser Thron abgebildet, und zwar von der Seite. Sie sehen, es ist ja im Grunde genommen nur aus Stein. Es gibt eine kleine Treppe, die hinausführt. Das Wesentliche ist das, was unten ist, nämlich gar nichts. Man kann durchkrabbeln. Und der Grund ist, Karl der Große wurde durch die Bemühungen von Barbarossa 1166 heilig gesprochen. Also er ist ein heiliger König und seine Reliquien sind in diesen Thron eingelassen. Und die Pilger kommen vorbei, wie überall, und berühren den Thron, entweder mit der Hand oder mit den Lippen. Und damit wird, ja, eben, führen Sie es uns doch vor. Damit wird sozusagen die Sakralität übertragen. Stellen Sie sich mal vor, Hand oder Lippen sind relativ schmale Flächen. Was kann ein neuer König durch den Pöter alles aufnehmen? Die Aufnahmefläche ist viel größer. Also durch die Berührung wird die Heiligkeit übertragen. Deswegen ist diese weltliche Thronsetzung in Aachen wichtig. Dann muss er die Reichsinsignien erlangen und dann macht er einen Königsumritt, um die Huldigung seiner neuen Lehensleute entgegenzunehmen. Denn die alten Lehensverträge, die alten Lehensbeziehungen sind durch den Tod, durch den Herrenfall des alten Königs aufgelöst worden und sie müssen jemals wieder rekonstruiert werden. Wir sehen hier aus dem Stauferkatalog den Umritt Barbarossa. Es fängt ungefähr in der Mitte bei Frankfurt an und er macht im Prinzip einen Tour de France und landet letzten Endes auch, glaube ich, im Elsass am Ende. Dabei nimmt er die Huldigung im Gegensatz zu dieser Kur, wodurch die Gefolgschaft des Königs sich sichtbar konstituiert. Gefolgschaft ist zwar personell ziemlich identisch mit dem Lehenshof, aber es ist ideell eine ganz andere Geschichte. Denn ein König ohne Gefolgschaft ist einfach gar nichts. Wir sind alle Könige ohne Gefolgschaft. Also ein König muss eine Gefolgschaft haben, diese Gefolgschaft muss sich konstituieren und sie muss sich sichtbar konstituieren, damit jeder weiß, dass der König eine Gefolgschaft hat und regierungsfähig ist. Und das ist der Grund, weshalb, wenn ein 3-jähriger Bub gewählt wird, dass er gewählt und gekürt wird, damit er eine sichtbare Gefolgschaft hat und es ist völlig egal, ob alle Mitglieder seiner Gefolgschaft auch Mitglieder der Gefolgschaft des Vaters sind.
Es ist eben ideell seine Gefolgschaft. Und wenn Papa dann irgendwann mal stirbt, ist die Gefolgschaft da. Er braucht es nicht erstmal zu konstituieren. Das ist das Ergebnis der Kur, dass eine Gefolgschaft besteht. Das Ergebnis der Huldigung ist, dass ein Lehenshof besteht. Und Sie sehen, es sind zwei verschiedene Vorgänge. Und zu guter Letzt muss dieser König die faktische Regierungsgewalt, also die Einmütigkeit der Beherrschten, erlangen. Dafür sehr zeitgemäß benutzt, mit heißt nicht das Wort Regierungsgewalt oder volle Regierungsgewalt, sondern eben sehr braun die Machtergreifung. Also ist natürlich, was er meint, ist klar, aber er kann sich den Zeitumständen nicht entziehen. Das Wesentliche an dieser These und das wirklich Attraktive ist, man darf nichts auslassen und man muss diese Stufen in der vorgegebenen Reihenfolge durchziehen. Es ist, sagen wir mal, erstmal ein Akt ideell, wenn es sich stufenweise vollzieht oder als Kettenhandlung, wo die einzelnen Glieder der Kette in einer gewissen Reihenfolge durchgenommen werden müssen. Es gibt viele Metaphern dafür. Ich vergleiche es immer mit dem Hauserwerb Ihrer Eltern. Wenn man ein Haus kauft, dann muss man erstmal wissen, welches Haus man kaufen will. Dann muss man sich mit dem Verkäufer über den Preis einigen. Dann muss man zum Notar, um den Vertrag zu unterzeichnen. Irgendwo muss man auch die Finanzen klären. Dann wird letzten Endes das Eigentum übertragen im Grundbuch. Man kann keine Stufe auslassen und man muss diese Dinge in einer gewissen Reihenfolge durchziehen und das Ganze mündet in ein Hauserwerb. Also ein Hauserwerb ist auch ein Akt ideell, der sich eben stufenweise in einer bestimmten Reihenfolge vollzieht. So auch die Königserhebung im 12. Jahrhundert. Und das gibt uns ein Problem. Wenn wir die Könige mustern, dann sehen wir vier Autronen, die aufeinander folgen, dann vier Salier, dann vier Staufer, die nur von einer kurzen welfischen Herrschaft von 10 Jahren unterbrochen sind. Also dieses Reich sieht sehr nach einem Erbreich. Und die Dynastien werden nur abgelöst, wenn das letzte männliche Mitglied der Dynastie oder der königlichen Familie stirbt. Aber dem entgegenstehend gibt es keinen ungewählten König zwischen 911, zwischen dem Aussterben der Karolinger und 1806 mit dem Sturz des Alten Reiches. Das ist mehr als 1000 Jahre Wahlreich, das in unserer Zeit, im Hochmittelalter, verdammt erbreich ähnliche Ergebnisse zutage fördert. Und da fragt sich alle Welt, ist das nicht ein klaffender Widerspruch? Wie kann es sowohl ein Erbreich als auch ein Wahlreich und das gleichzeitig geben, ohne dass wir diese Leute als schizophren bezeichnen müssen? Und hier hat auch Mitheis ein attraktives, wenn auch nicht von jedem akzeptiertes Argument vorgelegt. Denn für ihn, was wir alle, keiner von uns bestreiten würde, ist die Wahl immer die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Aber die Möglichkeiten sind immer begrenzt. Sie werden niemals einen Wahlzettel mit 72 Millionen Namen drauf und Sie suchen sich Ihren Bundeskanzler aus. Das gibt es nicht. Die Wahl ist eben begrenzt. Und im Mittelalter ist die Wahl der möglichen Könige eben dadurch begrenzt, dass nur gewisse Personen der königlichen Sippe angehören, die das Königshalt besitzt. Also das Geblütsrecht, die Zugehörigkeit zu dieser königlichen Sippe mit ihren magischen Kräften, entscheidet über die Frage, ob man König werden kann oder nicht, also ob man zu den Auswahlmöglichkeiten überhaupt gehört. Mal gibt es mehr Möglichkeiten und mal eben gibt es nur eine Möglichkeit. Die eine Möglichkeit gibt es nur dann, wenn der regierende König die Wahl seines Sohnes befiehlt, also eine befohlene Wahl durchführt. Die ist nicht weniger eine Wahl, es gibt nur eben einen Kandidaten. Der technische Begriff für diese befohlene Wahl des Sohnes ist die Designationswahl. Die Designation ist, ihr wählt meinen Sohn oder es knallt. Aber das Wesentliche ist, es ist auch eine Wahl für Mitheis. Das heißt, für diesen Gelehrten, also Rechtshistoriker, gibt es zwischen diesen scheinbaren Widersprüchen, Wahlrecht oder Erbrecht, nur einen graduellen Unterschied.
Und der Unterschied ist lediglich die Zahl der möglichen Könige, die zur Auswahl stehen. Wenn das nur einer ist, dann sieht es sehr nach Erbrecht aus. Und wenn es mehrere sind, dann sieht es eben auch nach einem Wahlreich aus. Also es gibt keinen klaffenden Widerspruch, es gibt nur graduelle Unterschiede. Dieses ganze System ändert sich am Ende des 12. Jahrhunderts zunächst nur geringfügig und dann doch gewaltig. Und es beginnt mit dem Tod Heinrichs VI. 1197 und danach gibt es eine Doppelwahl des Nachfolgers. Philipp von Schwaben, sein Bruder, wurde ungefähr 6 Monate nach seinem Tod in einer Nacht- und Nebelaktion in Sachsen erhoben. Es dauerte nur 3 Wochen zwischen der Ausrufung der Wahl und der fertigen Kur, also 3 Wochen von wir werden wählen dann und dann bis hin zu der Typ ist gewählt und ist König. Wir vermuten, dies passierte auf Drängen der sächsischen Fürsten, wir können es nicht nachweisen. Die Antwort des Erzbischofs von Köln war die Wahl Ottos von Poitou, das ist ein Sohn, glaube ich, der zweite Sohn Heinrichs des Löwen, also ein Welfe. Otto wird am 9. Juni 98 in Köln gewählt von einem verschwindend kleinen Rumpf der traditionellen Wähler, also unserer Prinzipes. Philipp hat die große Mehrheit der traditionellen Wähler auf seiner Seite. Otto wird trotzdem geweiht und gekrönt in Aachen am 12. Juli, also am richtigen Ort. Er wird gekrönt durch Erzbischof Adolf von Köln, also durch die richtige Person, aber er besitzt nicht die richtigen Reichsinsignien. Die besitzen oder besitzt Philipp. Er wird im September in Mainz, also am falschen Ort, gekrönt, vom Erzbischof von Tarentes, also von der falschen Person gekrönt, aber immerhin mit den richtigen Reichsinsignien. Das heißt, beide Könige haben Argumente, beide Wahlen haben Mängel und die Sache wird an den Papst herangetragen, indem beide Seiten eine Wahlanzeige schicken und natürlich ihren Mann über den grünen Klee loben, aber das Prinzip ist, der Papst hat 2 Wahlanzeigen. Und das gibt ein Problem. Innozenz mahnt die Fürsten, sich zu einigen. Er droht, er redet gut zu und letzten Endes passiert gar nichts. Und gut 1,5 Jahre nach dem ganzen Geschehen, also an der Jahreswende 1200-1201, sieht Innozenz sich gezwungen, etwas Konkretes zu tun, um diesen unhaltbaren Zustand zu bereinigen. Und er redet zunächst einmal in einem geheimen Konsistorium, also hinter verschlossenen Türen, an die Kardinäle und an den Klerus von Rom. In dieser Deliberatio de facto imperii de tribus electis, also eine Abwägung über den Stand des Reiches hinsichtlich der 3 gewählten Könige, Friedrich II. Ist dabei, der gehört nicht in diesem Zusammenhang, begründet der Papst erst einmal, warum er sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischt. Und die Antwort ist, mich geht diese Königswahl im Reich aus 2 Gründen an. Zunächst einmal prinzipalitär, weil, das kennen wir schon, weil die Päpste ursprünglich, also prinzipalitär, das Kaisertum von den Griechen auf die Deutschen übertragen haben. Deswegen geht es mich an. Und zweitens finalitär, weil der Papst am Ende, also finalitär, den König zum Kaiser krönt. Deswegen geht mich das Königtum an. Der Kernsatz, das Kernargument, lese ich Ihnen erstmal vor und dann lege ich das auseinander. Der Kernsatz ist, weil ebenso viele oder sogar die Mehrzahl der Personen, denen die Wahl des Kaisers hauptsächlich Zusteher Otto zugestimmt hätten wie Philipp. Zweitens, weil in solchen Angelegenheiten die Eignung und Würde des Gewählten nicht weniger zu beachten sei als die Anzahl der Wähler. Und drittens und schließlich, weil nicht die numerische Mehrheit der Wähler allein, sondern vielmehr die Heilsamkeit ihres Ratschlags erforderlich sei. Deswegen ist Otto König und Friedrich und Philipp sind es nicht. Was sind das für Gründe? Nummer 1, diese Personen, denen die Wahl des Kaisers hauptsächlich zustehe, etwas später wird das ausgedrückt als die Personen, die von Alters her und Rechts wegen hauptsächlich den König wählen. Also der Fachbegriff ist Prinzipalwähler und diese Prinzipalwähler dürfen nicht übergangen werden.
Wir denken daran, diese Königserhebung von Philipp hat ganze 3 Wochen gedauert. Das heißt, die Prinzipalwähler konnten gar nicht daran teilnehmen, weil die Nachricht nicht einmal zu ihnen gedrungen war, geschweige denn genügend Zeit übrig blieb, dass sie überhaupt hinfahren konnten. Also sie wurden praktisch ausgeschlossen. Dies begründet, so der Papst, sozusagen auf der Grundlage dessen, was die Welfen und der Erzbischof von Köln ihm erzählen, dies begründet einen Contemptus, also eine Missachtung dieser Prinzipalwähler, die nicht übergangen werden dürfen. Und damit ist die Königswahl Philipps null und nichtig. Sie ist nicht rechtskräftig. Sie ist ungeschehen im Recht. Also, weil die Mehrzahl der Personen, denen die Wahl des Kaisers hauptsächlich zustehe, nicht daran teilnehmen konnten, ist Philipps Königswahl ungültig. Aber von diesen Personen, die nicht übergangen werden dürfen, von diesen Prinzipalwählern, hat zumindest die gleiche Anzahl von ihnen auf Ottos Seite gestanden. Also ist Otto König. Zweiter Grund, weil in solchen Angelegenheiten die Eignung und Würde des Gewählten wichtig sei. Das Eignungsargument ist steinalt. Das ist genau das, was Gregor der VII. Heinrich dem IV. Vorwirft, dass er nicht geeignet sei. Und seitdem, und Rudo von Rheinfelden ist es doch und lalala. Das heißt, die Eignung des Kandidaten im Sinne der Kirche, die Eignung des Kandidaten erst einmal als in seiner Eigenschaft als König ein Haupt oder ein Vogt der universalen Kirche zu sein und später Kaiser zu werden, ist wichtig. Und drittens, diese Heilsamkeit des Ratschlags. Der kanonistische Begriff dafür ist der Sanior Pars. Und der Sanior Pars besagt oder ist nur eine Kurzformel für das, was die Kirche schon lange begriffen hat, nämlich, dass die Mehrheit nicht immer Recht hat. Manchmal erweist es sich, besonders aus der Rückschau, dass die Minderheit im Recht war, die Mehrheit hat sich verblenden oder irreführen lassen. Also ist es denkbar, dass auch bei den numerischen Verhältnissen, Philipp hat die große Mehrzahl der Wähler auf seiner Seite, Otto hat bestenfalls 9 Wähler, von denen einige zweifelhaft sind. Diese numerischen Verhältnisse spielen keine Rolle, weil die Minderheit durchaus Recht haben kann. Also, der Ausschluss der Prinzipalwähler, nochmal zusammenfassend, begründet einen Contemptus gegenüber denen, die nicht übergangen werden dürfen. Deswegen ist die Wahl Philipps ungültig. Die numerischen Verhältnisse zählen nicht, weil es auf den Sanior Pars ankommen. Daher ist Ottos Wahl gültig. Er hat zumindest die gleiche Anzahl von Prinzipalwählern und keiner wurde ausgeschlossen. Zweitens ist er geeignet und drittens, die numerischen Verhältnisse sind angesichts dieser Sachlage völlig unwichtig. Die Tatsache, dass Philipp die große Mehrheit hat, zählt hier nicht. Nun, was ergibt sich als verfassungsrechtlicher Ergebnis aus dem deutschen Thronstreit? Es gibt 2 Dinge. Zunächst einmal hat der Papst bei allen zwiespältigen Wahlen im Reich eine Schiedsrichterrolle zu spielen. Es ist nicht nur sein Recht, es ist seine Pflicht. Und zweitens, es gibt plötzlich Prinzipalwähler. Interessanterweise nennt kein Mensch die Prinzipalwähler beim Namen. Außer dem Erzbischof von Köln, und das wäre ohnehin klar. Aber immerhin, sie haben nicht ein besseres Wahlrecht, aber sie dürfen unter gar keinen Umständen übergangen werden, wer auch immer sie sind. Man rechnet im Prinzip mit den 3 rheinischen Erzbischöfen und Pfalzgraf bei Rhein, aber keiner sagt es explizit. Aber diese Dinge stehen fest. Beide Seiten, Papsttum wie Königtum, akzeptieren die Schiedsrichterrolle des Papstes bei zwiespältigen Wahlen und die Prinzipalwähler sind einfach als verfassungsrechtliche Tatsache da. Sie sind nicht mehr wegzudenken. Und jetzt kommt sozusagen die Änderung, mit der wir uns beschäftigen müssen. Nämlich, wir haben gesehen, bis 1198 wählt eine schwer abzugrenzende, schwer abzusteckende, amorphe Gruppe von Principes, wir denken so an etwa 120, 130 Menschen, die meisten geistlich, alle Principes wählen
Und keine 60 Jahre später, also zwei Generationen später, gibt es nur 7 mögliche Wähler, die rheinischen Erzbischöfe, Böhmen, Sachsen, Brandenburg und Pfalzgraf, sodass das Reich hier wie beim Männleinlaufen an der Marienkirche in Nürnberg dadurch symbolisiert werden kann, dass ein König in der Mitte sitzt und die Kurfürsten kreisen um ihn. Und es gibt andere Repräsentationen, symbolische Repräsentationen des Reiches als König plus 7 Kurfürsten. Sie sind die einzigen möglichen Wähler. Wie kann so etwas passieren? Das ist ein Problem. Und wir müssen es lösen. Nun, wenn wir die gute alte Methode der deutschen Geschichtswissenschaft anwenden, nämlich alle Quellen ganz, ganz, ganz scharfsinnig zu mustern, kommen wir zu dem Ergebnis, dass es unmöglich ist, den genauen Hergang zu rekonstruieren. Denn es gibt kein klares Ergebnis. Es gibt einige Quellen, einige Königswahlen, die scheinbar eine stufenweise Annäherung an diesen ganz engen Wählerkreis nahelegen. Es gibt Wahlen, wo behauptet wird, die einen haben gewählt und die anderen haben nur zugestimmt oder Applaus spendiert oder sowas Ähnliches. Also, es gibt zwei Dinge in diesen Quellen, die uns auffallen. Das eine ist, es gibt eine Einschränkung des Wählerkreises. Und zweitens, es gibt eine Qualitätsunterscheidung des individuellen Wahlrechts bei den einzelnen Wählern. Die einen dürfen wählen so und die anderen dürfen nur applaudieren, zustimmen. Das ist ein Unterschied in der Qualität des Wahlrechts. Also könnte man der Meinung sein, dass dieser Übergang von ungefähr 130 wählenden Principes hin zu nur 7 wählenden Kurfürsten einfach graduell ist. Also es gibt immer weniger Fürsten, die faktisch wählen, und diejenigen, die da sind und keine künftigen Kurfürsten sind, sie haben immer geringere Rechte, bis gar nichts übrig bleibt. Und wir haben eine schöne organische Entwicklung. Problematisch daran ist die Wahl von 1245, wo völlig klar ist, dass alle Wähler gleich sind. Und das ist ein Problem. Wenn Sie eine graduelle Annäherung haben, können Sie nicht wieder auf Stufe 1 zurückkehren und dann nochmal ein Salto nach vorne machen. Das ist für eine organische Entwicklung völlig unsinnig. Es ist, als ob ein Kind erst mal 15 Jahre alt wird, dann wieder mal säuglich und dann 16. Das ist unvorstellbar. Also, die andere mögliche Interpretation ist, es gibt eine Revolution, es gibt eine schlagartige Änderung des Königswahlrechts. Und dies hat Wolfgang Giese in einem vielbeachteten, aber meines Erachtens nicht letzten Endes stichhaltigen Aufsatz, aber außerordentlich scharfsinnig versucht darzulegen. Was er hat, ist sensationell. 1256 im August, also 4 Monate vor der Entstehung des Kurfürstentums in seiner endgültigen Form, betrachtet sich der Herzog von Braunschweig-Lüneburg, der nicht Kurfürst wird, unzweifelhaft als Königswähler. Boah. Und plötzlich haben wir 4 Monate vor der entscheidenden Wahl von 1257 mindestens 8 Wähler. Und zwar aus Selbstzeugnissen. Und er schreibt zusammen mit den Markgrafen von Brandenburg, die tatsächlich spätere Wähler sind, und die Markgrafen von Brandenburg sind auch der Ansicht, dass der Herzog von Braunschweig-Lüneburg ein Wähler ist. Also kann es, so Giese, bis August 1256 kein Kurfürstentum und keine Entwicklung zum Kurfürstentum hingegeben haben. Es ist klar, dass es mehr als 7 Wähler gibt. 4 Monate später sind die 7 die einzig möglichen Wähler. Also muss irgendetwas in diesem engen Zeitraum passiert sein, was eine Verfassungsrevolution erklärt. Es muss irgendeine grundlegende verfassungsrechtliche Revolution gegeben haben. Nun, das Problematische an dieser These, wie alle Thesen, die eine Revolution suggerieren, ist, dass es die Wahlen von 1237 und 1247 gibt, die scheinbar zwischen den Wählern differenzieren. Einige Wähler haben ein besseres Wahlrecht, andere Wähler sind nicht ganz Wähler,
Der Wahlkreis ist eingeschränkt. Es gibt Leute, die dabei stehen und andere, die tatsächlich wählen. Also eine Revolution mit Vorboten ist ein bisschen komisch. Und zweitens hat Giza ein herrliches Problem, einen Anlass für diese Revolution zu finden. Einen Grund, weswegen die alte Verfassung einfach über Bord gehievt wurde. Und das ist doppelt merkwürdig, weil wir wissen, dass 1198 die Losung aller Fürsten unter Adolfs Führung das Bestehen auf die freie Fürstenwahl war. Das sind die Großväter derer, die plötzlich 1256 sich überhaupt nicht mehr für die Königswahl interessieren. Das ist undenkbar. Drittens, Giza hat auch Probleme nachzuweisen, wann und bei welchem Anlass diese Revolution stattgefunden haben sollte. Also, zu Gieses Aufsatz kann man geteilter Meinung sein. Das Wesentliche hier ist, wir haben zwei mögliche Modelle, um den Übergang von der allgemeinen Fürstenwahl hin zur Kurfürstenwahl zu erklären. Das eine ist die evolutionäre und das andere ist das revolutionäre. Und beide haben Probleme. Und hinzu kommt, dass wir nicht immer wissen, was die Chronisten im Auge haben, wenn sie sagen, die einen haben gewählt und die anderen haben zugestimmt. Zwei Dinge sind möglich, nämlich die Personalentscheidung und die Kur. Personalentscheidung gibt es so keine Reihenfolge, keine besseren Rechte, auch wenn gewisse Wähler mehr geachtet sind als die anderen. Bei der Kur gibt es aber sehr wohl ganz genaue Rangunterschiede. Wir wissen, dass Mainz den ersten Kurruf tätigt, der ja den Stand des Königs ändert. Und wir haben aus keinem geringeren Zeugenmund als Barbarossas die Aussage, dass es danach einen Ordo, also eine Rangfolge derer, die individuell nach Mainz, aber in einer festen Reihenfolge den König zum König ausrufen und sich in seine Gefolgschaft begeben können. Und danach gibt es sozusagen eine Massenzustimmung, einen Massenkurruf, sei es durch Applaus oder Waffenklirren oder sowas. Das heißt, es gibt Rangunterschiede. Wenn ein Kurfürst sagt, im Hinblick auf die Kur, die einen haben gewählt und die anderen haben nur zugestimmt, dann stimmt das auch. Denn eines unserer Probleme ist, für Wahl und Kur, also für Personalentscheidung und für die feierliche Verkündung, verwenden die Chronisten ein und dasselbe Wort, nämlich Electio oder Eligere. Und wir müssen versuchen, aus dem Kontext, was nicht ganz einfach ist, zu schauen, was haben sie im Auge. Die Aussage, die einen haben gewählt und die anderen haben nur applaudiert, zugestimmt, ist völlig unproblematisch, wenn es auf die Kur bezogen wird und es zeigt eine Verfassungsänderung an, wenn es auf die Personalentscheidung bezogen wird. Die Aussage, alle sind gleich, ist völlig unerheblich, wenn es sich auf die Personalentscheidung bezieht. Aber es ist komisch, wenn es sich auf die Kur bezieht. Und weil wir den Standpunkt, das, was die Chronisten vor Augen haben, nicht immer bestimmen können, haben wir ein Problem zu erkennen, was sie eigentlich sagen wollten. Das heißt, beide Modelle haben ihre Schwächen. Für beide Modelle spricht einiges und gegen beide Modelle spricht einiges. Und wir haben grundsätzlich eine Schwierigkeit, die damalige Wirklichkeit durch eine noch so scharfsinnige Analyse der Quellen zu ermitteln. Das Problem muss ich einfach lassen. Das Einzige, was völlig klar ist, ist, 1198 wählen noch alle Fürsten, 1257 wählen nur die Sieben und es ist völlig klar, wer die Sieben sind. Nun, wenn wir nicht erklären können, wie es von dem einen Verfassungszustand zum anderen kommt, können wir mindestens den Grund angeben, weshalb es überhaupt zu dieser Änderung gegeben hat. Und hier hat Martin Linzel, eine tragische Figur der deutschen Geschichtswissenschaft, den entscheidenden Beitrag geleistet. Und er bezieht sich auf die berühmte Aussage des Sachsenspiegels über die Königswahl und über die Kurfürsten. Ich lese es erstmal mittelsächsisch vor und dann lege ich es auseinander. In des Kaiseres Chore
soll die erste sein der Bischof von Trier, die andere von Meggenze, die dritte von Köln. Unter den Laien ist der erste an dem Chore der Pallensgräfe von Marine des Reiches Strutze, der andere die Marschalk, der Herzoge von Sassen, die dritte die Kämmerere, der Markgräfe von Brandenburg. Die Schenke des Reiches, der König von Behm, der hat nicht einen Chore, um das Herr nicht du dich niss. Also, was besagt diese Stelle? Es gibt offensichtlich eine Kausalverbindung für den Sachsenspiegler zwischen dem Kurrecht eines Fürsten und sein Erzamt als Truchseß, Marschall, Kämmerer oder Mundschenk. Diese Ämter sind zunächst im 12. Jahrhundert an diese Familien erblich gekommen. Wir haben ein bisschen bei der Königswahl Ottos des Großen gesehen, dass es diese Ehrenämter gibt. Und sie sind erst einmal nur Ehrenämter beim Krönungsmahl. Es ist ganz nett, der böhmische König als Mundschenk bringt ein bisschen Wein rein in einer besonders teuren Kanne und gießt dem König ein bisschen was ein. Der sächsische Herzog hütet die Pferde des Königs und trägt das Schwert voran, wenn der König in einen Saal hineinmarschiert. Das ist übrigens, meine Damen, der Grund, weswegen auf Meißner Porzellan in der königlich-sächsischen Porzellanmanufaktur hergestellt, zwei Schwerter da sind. Das ist das Zeichen des sächsischen Kurfürstentums. Gut, zurück. Wir haben nur Ehrenämter. Das ist nur erst einmal nur ganz was Nettes. Und dadurch, genau wie bei Otto dem Großen, proklamieren diese vier Fürsten mit ihren Ehrenämtern den König symbolisch, recht symbolisch, zum Hausherrn im Reich. Die Geistlichen, künftigen geistlichen Kurfürsten, haben eine Rolle bei der Krönung zu spielen. Denn Mainz salbt den König, Köln krönt ihn und Trier führt ihn auf den Thron Karls des Großen im ersten Stock. Also, sie haben eine Kausalverbindung. Nun, wenn, das ist wirklich der clevere und verblüffend einfache Gedanke von Linzel. Nämlich, dass er in diesem Augenblick den Mitteis dazu zieht und betont, genau wie Mitteis das sagt, dass die gesamte Thronerhebung ideell ein Akt ist, der sich allerdings stufenweise vollzieht. Insbesondere hängen die Kur, diese feierliche Verkündung des Ergebnisses und die Krönung, also dieser geistliche Akt in Aachen, die hängen zusammen, weil beide konstitutiv sind für das Königtum und in unserer Kettenhandlung aufeinander folgen. Man könnte sagen, die Kur ist das weltliche Vorspiel zur Krönung und die Krönung ist der geistliche Vollzug der Kur. Die gehören zueinander. Die Folge davon ist, und das ist wirklich ein außerordentlich cleverer Gedanke, wenn jemand bei der Krönung eine herausragende Rolle spielen muss, dann, weil alles miteinander zusammenhängt, dann muss er auch bei der Kur das tun. Und wenn er bei der Kur das tun und so sollte und so weiter und so fort, dann auch bei der Wahl. Also müssen die Geistlichen, die drei rheinischen Erzbischöfe, bei der Krönung dabei sein. Und wenn sie bei der Krönung dabei sein müssen, müssen sie auch bei der Kur dabei sein. Zweitens, weltlicherseits, wenn einer beim Krönungsmahl als Truchseß und so weiter und so fort eine herausragende Rolle spielt, dann muss er das logischerweise auch bei der Kur machen. Also müssen die vier Sachsen, Böhmen, Brandenburg und Pfalz, bei der Kur dabei sein. Sie müssen prominent sein. Sie sind im Grunde genommen notwendig, um einen König zu kreieren. Ihre Bindung an das Königtum an sich ist deshalb enger und die anderen Fürsten können wegbleiben, ohne dass der König auch nur ein Deut weniger König wird. Wenn die sieben allerdings nicht da sind, dann gibt es verfassungsrechtliche Zweifel. Und weil diese anderen Fürsten was Besseres zu tun haben zu Hause, nämlich ihre Territorialstaaten aufzubauen, die Gegner abzuwehren und so weiter und so fort, ist es ihnen wurscht, wer König wird. Wichtig ist nur, dass es irgendeinen König gibt. Denn ohne König gibt es keine Lehen. Und das gibt dann große Probleme. Also es muss irgendein König sein, aber ihnen ist es völlig wurscht, wer es ist. Sie müssen nicht hinkommen, es ist ohnehin teuer und bringt nichts. Also bleiben sie tatsächlich weg. Und nur die sieben, die dabei sein müssen, bleiben dabei. Und das sind unsere sieben. Der Übergang ist völlig kampflos, sehr im Gegensatz zu der gesamten Literatur vor Linzel.
Es ist nicht, dass die sieben irgendwie, wenn sie mittags lesen, erleben sie alle möglichen mystischen Einlassungen. Also drei Geistliche, vier Weltliche, drei Ossis, vier Wessis, einen schönen Ständespiegel bei den Weltlichen, lalala. Ist alles völliger Quatsch. Entscheidend ist, sie müssen bei der Krönung dabei sein, also müssen sie bei der Wahl dabei sein. Sie können nicht fehlen, die anderen können fehlen und die bleiben auch weg. Genau wie jedes Schulkind vor einer Ex in Mathe. Wenn er kann, bleibt er weg. Also, es ist ein freiwilliger Verzicht und der Übergang ist vollkommen kampflos. Wie gesagt, 1198, 1257. Da 1257 auch eine Doppelwahl ist, gibt es die üblichen Anzeigen gegenüber der Kurie und die Kurie verhandelt mit beiden Parteien in der Hoffnung, eine Einigung herbeizuführen. Und nachdem man so 5, 6, 7 Jahre lang verhandelt hat, hält der Papst nur als Aide-Memoire für sich und die beiden Unterhändlergruppen den Standpunkt beider Parteien fest. Und das ist für uns außerordentlich wichtig, weil wir uns fragen können, also der Papst macht nichts anderes, als zu sagen, die Anhänger des einen Königs, das ist Richard von Cornwall, betrachten ihren König als den rechtmäßigen, und zwar aus folgenden Gründen, und sie betrachten den Gegner, das ist Alfons von Kastilien, als Nichtkönig, und zwar aus folgendem Grund. Und dann kommen die Unterstützer von Alfons und wird genau festgehalten, Alfons ist König aus folgenden Gründen und Richard ist Nichtkönig aus folgenden Gründen. Und das ist sozusagen der Stand der Diskussion. Wenn wir aber beide Positionen miteinander vergleichen, können wir aus der Schnittmenge, und das ist das wirklich Aufregende, aus der Schnittmenge der einzelnen Positionen den Stand des Verfassungsrechts 1263 ermitteln. Und da sehen wir, dass sich einiges geändert hat. Also das Erste, was völlig klar ist, ist, es gibt nur sieben Wähler. Die sind die einzigen denkbaren Wähler. Kein anderer Wähler hat überhaupt eine Chance. Die Einberufung, die Terminierung, die Durchführung der Königserhebung ist ihre Angelegenheit und ihre Angelegenheit allein. Insbesondere sind Mainz und Pfalz zuständig für die Einberufung der Königswahl. Sie müssen einen Ort und eine Zeit festlegen. Dieser Ort muss ein üblicher Ort sein, also nicht irgendwo am Nordpol. Die Zeit muss ausreichen, dass die Leute hinkommen können. Aber wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann kann es, und das ist die, wirklich die große Neuerung, kann es kein Contemptus, also kein Ausschluss eines Wählers geben, weil er hat ausreichend Zeit hinzukommen. Der Ort ist nicht unzumutbar. Wenn er nicht kommt, dann kommt er eben nicht. Und damit, das ist die zweite große Änderung, entfällt seine Stimme bei dieser Runde. Das heißt, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, es ist ein üblicher Ort, die Zeit ist ausreichend, dann ist die Unitas Actus gewahrt und die Königswahl ist rechtskräftig. Und wenn noch so wenige Wähler da sind, wenn die anderen nicht kommen, dann kommen sie eben nicht. Wenn aber die Unitas Actus nicht gewahrt ist, dann ist die Königswahl ungültig. Und 100 Jahre später kodifiziert die Goldene Bulle im Prinzip dasselbe. Es werden die Fristen festgelegt, es wird der Ort festgelegt, aber es ändert sich nichts in der Praxis. Also hier ist das Contemptus-Argument. Philipp ist nicht König, weil die Prinzipalwähler nicht an seiner Königserhebung teilnehmen konnten. Dies ist ausgeschlossen. Es kann nicht mehr vorkommen, wenn die Unitas Actus gewahrt ist. Das ist eine Änderung, aber ist es nicht der Papst, der das dekretiert oder vorschreibt, sondern der Papst hält lediglich fest, was beide Seiten sagen. Zweitens, es ist wirklich auffallend, diese Seiten bringen alle möglichen Argumente, genau wie jeder Anwalt. Ne? Die Vorstellung ist, wenn ich genügend Argumente bringe, dann vielleicht glaubt mir der Richter einem. Von allen Argumenten, die sie bringen, und die bringen sie wortreich und mit allen möglichen Zitaten begründet, kommt kein Mensch auf die Idee zu sagen, es wurde ein weiterer Wähler bei meinem Gegner ausgeschlossen und deswegen ist seine Königswahl ungültig. Zweitens, in der Wahlanzeige für Richard von Cornwall, den Sie ja lesen, wird festgehalten, wer von den sieben Wählern an exakt jenem 13. Januar 1257 bei der Erhebung Richards von Cornwall war. War er im Kerker, im Braunschweig? War er in Frankfurt? War er außerhalb von Frankfurt? Es nennt nur sieben Wähler, keine anderen. Und 6 Jahre später, als die Unterhändler um jeden Vorteil ringen,
kommt kein Mensch auf die Idee zu sagen, ja, mein Gott, die Wahl ist ungültig, wenn wir nur nach 1198 zurückblicken. Mein Gott, der Brandenburg, oder was weiß ich, der Erzbischof von Magdeburg konnte nicht daran teilnehmen, also ein Contemptus, also ungültig und mein Mann ist König. Kommt nicht vor. Also es gibt nur 7 Wähler. Und die sind diejenigen, die dabei sein müssen, im Gegensatz zu allen anderen, die wegbleiben können. So, soweit unser erstes Problem. Der König wird ab 1257 von 7 Kurfürsten gewählt. Unser zweites Problem ist, es klingt komisch, aber wann ist der König im vollen Sinne des Wortes König? Metheis sagt ganz einfach, wenn er die 6 Stufen durchgelaufen hat, dann ist er halt König. Das ist zwar eine Verallgemeinerung der Wahl Barbarossas für alle Zeiten und so weiter und so fort. 1198 ist es klar, dass allein diese 6 Stufen nicht ausreichen, sondern es muss der Papst seine Zuneigung, seinen Favor Apostolicus erklären und damit ist Otto König und nicht Philipp. Also ein bisschen mehr als nur sozusagen den Cursus Honorum von der Personalentscheidung bis hin zur Machtergreifung durchziehen. Soweit die zwiespältigen Wahlen. Bei den zwiespältigen Wahlen hat der Papst das letzte Wort. Bei den einhelligen, einmütigen Königswahlen, wo alle 7 Kurfürsten sich einig sind, dann gibt es konträre Rechtsauffassungen. Die reichsrechtliche Position ist, Wahl, Kur und die Krönung in Aachen reichen völlig aus, um den König im vollen Sinne des Wortes König zu machen, sodass er den Titel führen kann, dass er das Reich verwalten kann, alles tun kann, was ein König tut. Das Papsttum sagt fast gleich nach Quizelum 1263, bereits bei der nächsten Königswahl, dass diese Wahl der Vollendung benötigt. Und bei der übernächsten Königswahl ist eine Approbation erforderlich, um König im vollen Sinne des Wortes zu sein. Und wir müssen uns fragen, was ist denn überhaupt die Approbation? Die formale Definition ist, die Approbation ist die Überprüfung der formalrechtlichen Richtigkeit der Wahl, dass es keine Nacht- und Nebelaktion war. Und zweitens eine Prüfung der Eignung des Gewählten für das Amt als Kaiser. Diese Überprüfung kann eine von 2 Ergebnissen zutage fördern. Entweder sagt der Papst, alles in Ordnung, und dann darf der König regieren, dann ist er König im vollen Sinne des Wortes. Oder der Papst sagt, entweder hat er charakterliche Mängel, oder aber ist in einer unzumutbaren Wahl erhoben worden, dann ist die Wahl kassiert und die Kurfürsten müssen neu wählen. Und dieser Anspruch, und das muss man betonen, es ist nur ein einseitiger Anspruch der Kurie, es wird niemals von Reichsseite akzeptiert, dieser Anspruch entsteht ganz allmählich. Erste Königswahl nach Quizelum, Rudolf von Habsburg ist 1272 oder 73 gewählt, schickt seine Wahlanzeige hin und 2 Jahre später schreibt der Papst zurück, ich zitiere, nachdem wir jüngst mit unseren Brüdern, gemeint sind die Kardinäle, eine Verhandlung darüber durchgeführt haben, wirst du von uns mit deren Ratschluss römischer König genannt. Das ist die berühmte Nominamus-Formel und es ist klar, dass es mehr als nur eine zur Kenntnisnahme ist. Auf die Wahlanzeige gibt es mehr als eine bloße, ja gut, ich nehme es zur Kenntnis. Es ist weniger als eine Bestätigung der Wahl, aber es ist erkennbar mehr als eine bloße zur Kenntnisnahme einer Thronfolge. 1298, bei der nächsten Wahl, kommt es dann wirklich voll. Albrecht I. wird gewählt. Die Umstände sind für uns unwichtig. Boniface VIII. Schreibt dann an die Kurfürsten, am 13. April 1301, und Boniface liebt ja markige Worte, und legt die Approbationsansprüche der Kurie unmissverständlich dar. Ohne päpstliche Approbation ist eine jede Ausübung der Regierungsgewalt im Reich, selbst in Deutschland, eine unzulässige Amtsanmaßung. Es ist Sache des Papstes und keinem anderen, die Person des gewählten Königs auf ihre Eignung und das Wahlverfahren auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen, das kann entweder in die Approbation oder die Reprobation, also in die Berechtigung zur Ausübung des Amtes oder aber in eine erzwungene Neuwahl münden.
Aber es ist nur Sache des Papstes. Bei der nächsten Wahl, 1314, war das Papsttum vakant. Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne von Österreich wurden gewählt. 1316 wurde ein neuer Papst gewählt nach zweijähriger Vakanz und der hat die Ansichten von Bonifaz VIII. Nur ein bisschen verschärft. Bonifaz hat gesagt, jede Ausübung der Regierungsgewalt im Reich ist unzulässige Amtsanmaßung. Johann der 22. sagt, die Führung des königlichen Namens, die Verwaltung des Reichsgutes, die bloße Siegelung von Urkunden mit einem Königssiegel, die bloße, die popeligste kleine Verwaltung des Reiches, die Mutung der Lehen ohne Approbation ist schreiendes Unrecht und wird entsprechend geahndet. Nun, diese Entwicklung von der Schiedsrichterrolle des Papstes unter Innozenz III. 1198 bis hin zum Approbationsanspruch unter Bonifaz und Johannes dem 22., die hat eine gewisse innere Logik. Denn selbst Innozenz sagt, wen könnten diese deutschen Hitzköpfe nördlich der Alpen denn überhaupt wählen? Wer weiß? Ein Ketzer, ein Unfähiger, ein Kirchenfeind, wer weiß, was da für Kobolde da oben sind und wen die Deutschen wählen können. Also, ich muss den König auf seine Eignung als Kaiser prüfen, also finaliter. Und das Notrecht zwingt die Kurie, diese Prüfung immer früher zu verlegen. Und das ist das gute alte Argument, das Wohl der vielen darf nicht unter den Verfehlungen des einen leiden. Innozenz selbst sagt, die Kirche braucht eben ihren schützenden Vogt, aber angesichts der Tatsache, dass die Deutschen nicht kalkulierbar sind, könnte es sein, dass die alles Mögliche wählen, müssen wir die Überprüfung der Eignung zum Kaiser immer früher verlegen. Und die Logik kommt daher, oder wir sehen, dass sich diese Logik einfach stufenweise auswirkt. Bei Gregor dem 10. 1274, die Nominamus-Formel impliziert, dass die Königswahl nur der Anfang eines Prozesses ist, der notwendigerweise zur Kaiserkrönung führt und deswegen muss die Königswahl vollendet werden. Das heißt, im Lichte dieser Kaiserkrönung und der notwendigen Überprüfung der Eignung des Kaiserkandidaten auf dieses hohe Amt wird die Überprüfung der Königswahl immer früher verlegt, bis es zwischen der Kur und der Krönung landet. Denn alles andere würde bedeuten, dass der Mensch im Amt ist und womöglich nicht geeignet. Das heißt, das Notrecht rückt, also motiviert erstmal den vollen Approbationsanspruch. Das ist ganz logisch. Wenn man mit Innozenz III. Einer Meinung ist, muss man letzten Endes zum Approbationsanspruch Bonifaz VIII. Kommen. Und zweitens, wir beobachten, dass das Notrecht Königtum und Kaisertum denkbar eng aneinander zusammenrückt. Das Reich ist damit überhaupt nicht einverstanden. Ludwig der Bayer appelliert gegen die Ketzerprozesse, die Johannes der 22. Gegen ihn angestrengt hat, mit der Behauptung, dass die volle Königsgewalt ist begründet, ist vollendet, indem ein König gewählt und gekrönt wurde. Die Approbation, die Meinung des Papstes hat überhaupt keinen Unterschied, macht nichts aus, ist nicht konstitutiv für das Königtum. 15 Jahre später gibt es noch eine Runde der Auseinandersetzung. Und hier merken wir, dass plötzlich die Krönung etwas abseits geraten ist. Es ist ein bisschen blasser. Hier wird behauptet, dass Wahl und Kur allein zur Königsherrschaft im vollen Sinne des Wortes berechtigen. Also die Wahl wird immer zentraler und die Krönung wird immer blasser. Die ist nicht mehr so ganz wichtig. Und wir müssen uns fragen, warum. Wenn Sie alle die Zwei-Schwerter-Lehre in seiner hierokratischen Interpretation, also Geistliches ist grundsätzlich dem Weltlichen übergeordnet, weil Petrus erstmal beide Schwerter hat und dann eins davon abgibt, dann merken Sie, dass dies letzten Endes die Grundlage für die Ansprüche des Papsttums sind.
Das heißt, der Anspruch des Papstes, Gott unmittelbar zu sein, und die Ansicht des Papsttums, dass die weltlichen Herrscher nur Gott mittelbar sind, nämlich indem sie ihre weltliche Macht aus der Hand des Papstes erhalten und nicht direkt von Gott, dann sieht man, dass die Zwei-Schwerter-Lehre in dieser Interpretation letzten Endes die Grundlage aller päpstlichen Argumente in Bezug auf die deutsche Königswahl bildet. Wenn aber das Reich dagegen argumentieren will, dann muss es irgendeinen Punkt finden, wo es Gott unmittelbar, und zwar möglichst so Gott unmittelbar wie das Papsttum selber. Und das findet das Reich in der Wahl, denn wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Gott wählt den König. Er tut es durch Menschen, aber Gott wählt den König unmittelbar. Wenn Sie die Goldene Bulle lesen, dann werden Sie sehen, das Erste, was diese Herrschaften tun, nachdem sie in Frankfurt angekommen sind und in die Bartholomäuskirche sich zur Königswahl versammeln, ist, die Messe zum Heiligen Geist anzuhören. Was macht der Heilige Geist? Der eint die Christen genau wie Pfingsten. Dann schwören sie einen Eid, wo sie den Heiligen Geist bitten, ihnen die Wahl des richtigen, gottgefälligen, geeigneten König zu inspirieren. Es ist eine Inspirationswahl, also es ist eine direkt, sozusagen eine gottunmittelbare Wahl. Und das ist das große Gegenargument des Reiches gegenüber der Kurie. Die Kurie hat die Zwei-Schwerter-Lehre und das Reich hat die göttlich inspirierte Königswahl. Also beide sind gottunmittelbar und der Papst hat nichts zu melden. Zweitens, Ludwig betont zusammen mit seinen Mitstreitern 1338-39, dass nicht nur einhellige Wahlen Königswahlen im vollen Sinne des Wortes sind, sondern dass auch die Mehrheitswahl genügt. Also 4-3, 5-2 und so weiter und so fort. Das heißt wieder mal, dass es nie wieder nach rechtsrechtlicher Ansicht eine Doppelwahl geben kann. Denn irgendjemand hat immer die numerische Mehrheit. Es gibt ja eine ungerade Zahl von Wählern. Also kann es nie wieder den Präzedenzfall von 1198 geben. Also kann der Papst nie wieder als Schiedsrichter auftreten, weil es nie wieder eine gespaltene Wahl ist. Das definieren sie um. Und zu guter Letzt wird behauptet, 38-39, dass Königtum und Kaisertum so gut wie identisch sind. Nicht absolut identisch, aber so gut wie. Denn der gewählte König ist bereits faktisch, wenn nicht nach dem Titel nach, Kaiser. Er ist Verus Imperator. Die Goldene Bulle übernimmt all diese Ansichten nur etwas weniger polemisch, wehrt erstmal diesen Approbationsanspruch des Papsttums ab, aber auf eine ganz, wenn man, je nachdem wie man es sieht, auf eine ganz subtile oder auf eine ganz verständliche Art. Also, was sagt die Goldene Bulle zur Approbation? Nämlich gar nichts. Die Goldene Bulle schreibt dem neu gewählten König vor, bevor er überhaupt auf die Toilette darf, dass er auf der Stelle, sofort nach der Königswahl, unter dem königlichen Siegel die kurfürstlichen Privilegien zu bestätigen hat. Das ist ein unzweifelhaft königlicher Akt und es beweist, da es keine Zeit gibt zwischen der Wahl und dem königlichen Akt, um schnell mal eine E-Mail nach Rom zu schicken, um die Approbation zu erbitten, geschweige denn dieses ganze Prozedere durchzuführen, es beweist, dass die Approbation stillschweigend zurückgewiesen wird. So sagt die Literatur. Wenn wir etwas subtiler denken, wir wissen ja, dass die Goldene Bulle die ideale Königswahl beschreibt, die Königswahl, wie sie sein sollte und nicht unbedingt, wie sie ist. Wenn wir eine Inspirationswahl haben, wo Gott selbst den Kurfürsten den Namen des zu wählenden Königs einflüstert, dann kann sich die Frage der Eignung des Kandidaten einfach gar nicht stellen, denn Gott wird sich nicht irren. Zweitens, wir haben jede Menge Prozedere. Der Fristen sind festgelegt, wie die Wahl einberufen werden sollte. Der Ort ist festgelegt, wo die Wahl stattzufinden hat. Das Ganze ist penibelst geregelt, also kann es keinen Contemptus geben. Also, was die Approbation überprüfen sollte, nämlich ob die formalen Richtlinien eingehalten wurden und ob der Kerl geeignet ist,
Das kann nie wieder problematisch sein, wenn die Wahl nach der goldenen Bulle läuft. Deswegen ist die Approbation völlig überflüssig und deswegen braucht man die Approbation in der goldenen Bulle gar nicht zu erwähnen. Die goldene Bulle wehrt auch explizit den Präzedenzfall von 1198 ab. Es gestattet Mehrheitswahlen und nennt sie in Concordia, also einhellig, einmütige Wahlen. Uns erscheint das etwas unlogisch, aber wir verfolgen oder befolgen dasselbe Prinzip bei jeder Bundestagswahl. Nun, damit Sie sich das einprägen können, habe ich ein Bild mitgebracht. Wenn wir die kuriale Position erstmal an dieser Rutsche darlegen, die Kurie setzt unten beim Kaisertum, unten bei der Rutsche an und sagt, wir müssen die Eignung des Kandidaten immer früher prüfen, weil die Königswahl der Anfang eines Prozesses ist, wonach der König automatisch, ohne dass man es abwehren kann, vom Königtum zum Kaisertum durchrutscht. Also wir müssen immer früher prüfen. Das Reichsrecht setzt am anderen Ende der Rutsche an, nämlich ganz oben, denn der gewählte König wird eh zum Kaisertum durchrutschen und deswegen ist er schon im Moment der Wahl bereits der Verus Imperator, der wahre Kaiser. Als ich das für die Königswahlvorlesung ausgesucht habe, habe ich nur irgendwo wahllos im Netz rumgesucht. Und die erstbeste Rutsche, die ich gefunden habe, habe ich einfach rauskopiert und bumm in die Vorlesung rein. Wo es herkam, weiß ich nicht. Erst später habe ich gemerkt, es gibt, und Sie können es nachzählen, exakt 7 Ringe bei dieser Rutsche. Und ich dachte, das ist wirklich nicht übel. Also, dass jede Rutsche sozusagen eine Versinnbildlichung der Kurfürstenwahl des Königs, das können Sie immer in der Schule verwenden. So, Ende dieser Frage. Zur nächsten Frage, wer verwaltet das führerlose Reich, ist relativ einfach zu beantworten. Zunächst ist die Frage überflüssig, weil es keine langen Vakanzen gibt. Johann der 22., als es tatsächlich eine lange Vakanz, zumindest aus der Ansicht des Papsttums gab, nämlich von 1314 bis 1346, hat behauptet, dass die andere Universalmacht das führerlose Reich verwaltet, nämlich das Papsttum. Ludwig der Bayer kontert mit dem Pfalzgrafen und die Goldene Bulle übernimmt diese Regelung. In den Gebieten des fränkischen Rechts verwaltet der Pfalzgraf das Reich zwischen dem Tod des einen und der vollen Amtsübernahme des nächsten Königs. Der Herzog von Sachsen macht das im Gebiet des sächsischen Rechts. Also wird der Vikariatsanspruch, also dieser Verwaltungsanspruch bei Thronvakanz des Papsttums abgewiesen. So, letzte Frage für heute. Wann ist der König eben nicht mehr König? Klar, wenn er stirbt, den Fall brauchen wir nicht zu regeln, er ist einfach nicht mehr da. Aber die Absetzung des Königs ist problematisch. Denn die Absetzung des Königs ist zunächst einmal etwas, was das Kirchenrecht regelt, explizit. Es gibt Königsabsetzungen, aber die Regelungen befinden sich im Kirchenrecht. Und hier gibt es 2 Modelle. Das erste Modell ist das Modell des Tyranns, des sündigen Königs. Man denke an Heinrich IV. Aus der Sicht Gregors des Siebten. Und hier ist es völlig klar, was passiert. Der König wird durch den Papst exkommuniziert, gerade wegen seiner Sünden. Die Treueide werden aufgelöst und der Papst gibt den König zum Sturz durch seine Untertanen frei. Wichtig bei diesem Modell 1 ist, dass die Initiative allein beim Papst bleibt. Es darf niemand anders einen König absetzen. Der zweite Fall ist etwas komplizierter. Wenn ein König nur nutzlos ist, wenn er schwach ist, wenn er willfährig ist gegenüber schlechten Ratgebern, dann kann man ihn nicht exkommunizieren, weil er im Prinzip nichts Böses getan hat. Der ist nur ein Schlappschwanz. Also hier wird allein auf der Grundlage des Notrechts, das Prinzip, dass das Wohl der vielen nicht unter den Verfehlungen des Einzelnen leiden darf, das Notrecht angewandt, um das Problem des nutzlosen Königs zu lösen. Und wir haben ein konkretes Beispiel mitten im 13. Jahrhundert. Sancho II. Von Portugal ist eben einer dieser nicht geeigneten Könige. Sein Königreich Portugal steht unmittelbar vor der Wiedereroberung durch die Sarazenen.
weil er schlechten Ratgebern zuhört. Es ist aber ungerecht, dass viele Christen zwangsmuslimisiert werden, nur weil der König schwach ist. Also wenden wir das Notrecht an und ihm wird ein Verwalter zur Seite gestellt. Dieser Verwalter verwaltet das Königreich, macht alles Notwendige, wohingegen Sancho seinen Titel behält und die Erbfolge geht durch seine Lenden und wird nicht auf seinen Verwalter übertragen. Der Titel ist entweder ein Administrator, also ein Verwalter, oder ein Coadjutor, also ein Mithelfer, aber das Prinzip ist klar. Also wenn man einen unfähigen König hat, dann setzt man ihm einen Verwalter zur Seite. Auch hier ist die Initiative dem Papst vorbehalten. Im Reichsrecht ist die Absetzung relativ klar, weil wir haben eine Regelung der Königswahl, erstmal durch Brauch und Sitte und dann durch die goldene Bulle, was nur Brauch und Sitte verkörpert. Hier wird die Abwahl eines Königs, also die Absetzung des Königs, als eine umgekehrte Wahl gestaltet. Also, Mainz präsidiert bei beiden Vorgängen, die einfache Mehrheit der Kurstimmen genügt, die Lösung der Treueide ist die entscheidende Handlung, also zur Absetzung eines Königs, und genau wie bei der Königswahl verkündet Mainz das Ergebnis. Zweitens, eine reichsrechtliche Absetzung ist ein Prozess gegen den König. Der König wird in aller Regel peremptorisch geladen, das heißt einmal bindend. Und diese Ladungsfrist ergibt sich aus den drei, also erstmal das Prinzip, genau wie im Seminar, nur dreimal darf man unentschuldigt fehlen. Und wenn man mehr als dreimal hintereinander vor Gericht nicht antritt, ergeht ein Säumnisurteil. Wenn ich jemand einmal bindend laden will, dann muss ich nur die ganzen Fristen, die anfallen könnten, zusammen addieren. Also dreimal die landrechtliche Frist von 2 Wochen und dreimal die landfriedensrechtliche Frist von 1 Tag ergibt 6 Wochen und 3 Tage, also 45 Tage. Der König wird 45 Tage in die Zukunft bestellt. Wenn er nicht kommt, ergeht ein Säumnisurteil. Er hat alle Fristen auf einem Schlag versäumt. Das gibt den Kurfürsten eine Handhabe, auch den König etwas unverbindlich zu bestellen. Wenn er dann nicht kommt, können sie diese unverbindliche Ladung plötzlich in eine peremptorische Ladung umwandeln und den König absetzen, weil er nichts zu seiner eigenen Verteidigung vorgenommen hat. Allerdings ist eine reichsrechtliche Absetzung einfach ein kolossales Risiko, weil man die päpstlichen Vorrechte, nämlich die Initiative, nach beiden Modellen verletzt. Die Konsequenz dieses Risikos ist, dass die Kurfürsten immer das Notrecht, das probate Lösungsmittel für alle rechtlichen Schwierigkeiten, bedrohen. Und zweitens versuchen sie in ihren Dekreten durch eine Mischung der Anleihen aus beiden Modellen, Tyrann wie unfähig, abkanonistisch, also kirchenrechtlich, gegen die Kurie abzusichern. Und das sehen wir bei der Absetzung von Adolf von Nassau. Wie achten Sie nicht darauf, was gesagt wird, sondern wie man von Modell 1 Tyrann zu Modell 2 unnütz hin und her springt. Das Absetzungsdekret beginnt mit einer Reihe von Bibelzitaten, woraus hervorgeht, dass Gott selbst die Kurfürsten als Richter über den König eingesetzt hat. Zweitens gibt es eine lange Liste der Sünden des Königs, das ist Modell 1. Dann erläutert man das Prozedere, wir haben ihn peremptorisch geladen, er ist nicht gekommen. Also was erwartet der Leser bis zu diesem Zeitpunkt? Die Anwendung von Modell 1, sie müssen den König exkommunizieren, die müssen die Treueide lösen und ihn womöglich vom Amt suspendieren. Aber dann springen die Kurfürsten auf Modell 2 und sie erklären lang und breit, wieso Adolf dem Amt nicht gewachsen ist. Also was erwartet man? Die Ernennung eines Verwalters? Dann springen sie wieder mal zu Modell 1 über und erklären, warum Adolf des Amtes unwürdig ist. Und dann zitieren sie aus der Absetzungsurkunde gegen Friedrich II., nämlich dass der König Adolf wegen seiner Untaten von Gott selbst abgesetzt wurde. Und dann sagen sie, wir vollziehen das nach, die Treueide sind aufgelöst. Ende aus. Also hin und her hüpfen in der Hoffnung, durch diese doppelte kanonistische Absicherung, auch wenn es in sich widersprüchlich ist, keine große Angriffsfläche gegenüber dem Papst freizugeben.
100 Jahre später ist Wenzel an der Reihe. Und hier fängt es an, gibt es eine interessante Variante. Also die vier rheinischen Kurfürsten setzen ihn ab und legen erstmal die unerträglichen Missstände in Kirche und Reich dar. In der Kirche gibt es Kirchenspaltung, im Reich gibt es Unfrieden. Die Anklage gegen Wenzel ist schlicht und ergreifend, dass er ein Versager ist. Also er ist unfähig. Modell 2. Dann erläutern sie wieder mal das Prozedere. Wir haben ihn geladen, der ist nicht gekommen. Und die Folgerung jetzt, die Folgerung ist hochinteressant. Die Tatsache, dass Wenzel nicht, obwohl geladen, zu Gesprächen über die Missstände in Kirche und Reich erschienen ist, beweist, dass ihm diese beiden Dinge scheißegal sind. Aber, Notrecht, die Missstände sind nicht länger zu ertragen. Zweitens, Notrecht, Schaden muss von Reich und Kirche abgewendet werden, also muss Wenzel weg. Ganz einfach. Daraufhin lösen sie, und das ist ein zweiter ganz interessanter Unterschied, die lösen die Huldigungseide der Untertanen gegenüber dem König auf, nicht aber die Eide gegenüber dem Reich. Wir werden das thematisieren, ganz am Ende. Ganz kurz zusammengefasst, dieses Modell 2, was die Nützlichkeit oder Unnützlichkeit des Königs betont, das entscheidende Ziel der Kurfürsten ist, dass das Reich nützlicher gehandhabt werden sollte. Im Klartext heißt es, die Missstände sollen abgestellt werden. Wenzel steht diesem Weg, deswegen ist Wenzel nutzlos. Das ist sozusagen das Kernargument. Was uns die Sache zeigt, gerade diese Auflösung der Treueide gegenüber dem König, nicht aber der Eide gegenüber dem Reich, ist, dass Könige und Reich plötzlich zwei verschiedene Größen sind. Und das ist eine hochinteressante und ganz wichtige Entwicklung im Spätmittelalter, denn es zeigt sich, dass die Kurfürsten es als ihre Pflicht gegenüber dem Reich auffassen, den amtierenden und regierenden König abzusetzen. Und deswegen lösen sie die Eide gegenüber seiner Person auf. Wenn sie Barbarossa gefragt hätten, was ist der Unterschied zwischen König und Reich, hätte er gesagt, sie kriegen kein Zigarettenpapier dazwischen, ich verkörpere das Reich. Die Vorstellung, dass man die Eide gegenüber meiner Person auflösen kann und die Eide gegenüber dem Reich, das ich verkörpere, unterscheiden könnte, wäre Barbarossa völlig fremd gewesen. Aber im 15. Jahrhundert ist das etwas, was zieht, was Anklang findet, was den Leuten einleuchtet. Und wir sehen eine ganze Reihe von Zeichen, dass König und Reich allmählich auseinanderdriften, sich gegenüberstehen, nicht unbedingt feindlich, aber zwei verschiedene Größen sind. Die Städte, die Königsstädte, die etwas, irgendeine dumme und teure Idee irgendeines verträumten Königs abwehren wollen, begründen dies, was eigentlich eine Unbotmäßigkeit gegenüber ihrem königlichen Staatsherrn ist, begründen dies mit ihrer Treue zum Reich und bezeichnen sich dann als Reichsstädte im Gegensatz zu Königsstädten. Also Reich und König sind auch für die Städte, gerade dann, wenn es teuer wird, ganz wichtig. Man stelle sich nur vor, Angela Merkel würde die Behauptung aufstellen, dass aus Treue zu Europa man keine europäischen Dekrete mehr durchführen kann. Insbesondere die ganzen Anleihen für Griechenland. Also aus Treue zum Europa darf ich nicht das tun, was Europa beschließt. Das ist der Standpunkt. Und wir sehen es auch letzten Endes am Ende des Mittelalters in der Bezeichnung oder im Aufkommen einer Bezeichnung für die Versammlung der Treuen und der Lehensleute des Reiches. Das Wort Reichstag ist zum allerersten Mal 1495 belegt, auch wenn es in Gebhard für alle Hoftage steht. Ein Hoftag ist ein Herrschaftsinstrument, ist eine Inszenierung der Zustimmung zu einem König, zu einer Politik. Und man sitzt immer in der Runde. Der König ist zwar auch in der Runde, aber man ist sozusagen als Lehensstaat, als Hofstaat versammelt und nicht, wie es hier in der Sitzordnung des immerwährenden Reichstags in Regensburg gut zu ersehen ist, nicht als ein Gegenüber. In Regensburg sitzt der König auf einem Thron zwischen zwei Fenstern und ihm gegenüber, schön ständisch geordnet, Geistlichkeit und Weltlichkeit getrennt, sitzt das Reich. Also das Reich ist da draußen, es ist etwas Getrenntes vom König.
Die Bezeichnung Reichstag, was natürlich die Vorstellung voraussetzt, dass das Reich sich getrennt vom König versammeln und an den König Forderungen stellen kann, diesen Reichstag kann es bis Ende des Mittelalters gar nicht geben, bis König und Reich nicht zwei völlig verschiedene Größen sind. Zu guter Letzt, in diesem immerwährenden Reichstagsgebäude gibt es ein Nebenzimmer, wo sich die Kurfürsten zu Beratungen zurückziehen können. Dieses kurfürstliche Beratungszimmer hat nicht nur, wie man sieht, das ist ein Kupferstich Anfang des 18. Jahrhunderts, nicht nur Sitzplätze, sondern es hat auch einen Tisch, wo man sich versammeln kann, um Dinge zu diskutieren. Dieser Tisch ist mit einem grünen Tuch bedeckt und der Tisch ist auch rund. Das ist der Grund, weshalb man heute noch von einer Diskussion oder von einem Aushandeln von etwas am grünen Tisch oder am runden Tisch noch bezeichnen kann. Das sieht man zuletzt bei der Revolution in der DDR 89 und bei vielen anderen Anlässen. Wir müssen die Dinge am runden Tisch besprechen. Und das kommt aus der Architektur und der Innenausstattung des Gebäudes des immerwährenden Reichstags. Ich bedanke mich exakt 20 Sekunden überzogen für Ihre überbordende Hörbereitschaft und für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.